Seufzend ließ Itachi den Kopf hängen. Mit genau so einer Reaktion hatte er von seinem Vater gerechnet. Der gab ihnen jetzt schon Daten, wann das erste Kind geboren werden sollte. Und wenn Itachi daran dachte, mit diesem Mädchen ins Bett zu gehen, wurde ihm anders. Wie sollte er denn da jemals einen Hoch bekommen? Die ging ihm so auf die Nerven, dass er im Grunde schon auf getrennte Betten gehofft hatte. Madara konnte sich denken, was in seinem Cousin vor sich ging, und er flüsterte leise, so dass Fugaku nichts davon mitbekam, in sein Ohr: Führ ihr halt zur Not eine Spritze ein, wenn sie schläft, und sag ihr einfach, du hättest mit ihr geschlafen. Das wird dir die dumme Pute doch sowieso glauben. Itachi erschauerte allein dabei, wenn er sich vorstellen musste, wie dieses Mädchen nackt aussah. Er konnte damit nichts anfangen. Das war einfach so. Sein Bruder hatte da mehr Wirkung auf ihn als dieses Weib. Und das sollte wirklich schon was heißen. Und da war er wieder. Dieser Gedanke. Sein Bruder hatte nackt mehr Wirkung auf ihn als ein eigentlich hübsches, aber nerviges Mädchen? Das konnte doch überhaupt nicht sein. Wie konnte er denn nun schon wieder auf diese dumme Idee kommen? Aber sein Vater sollte noch einen draufsetzen, als hätte es noch nicht gereicht, dass Madara und er innerhalb von 2 Jahren Kinder zeugen sollten. Wisst ihr, ich habe mir schon 2 Mädchen für Sasuke und Izuna rausgesucht. Ich finde aber, ihr als ältere Brüder solltet da ein Mitspracherecht haben. Zwar werden die beiden erst in 4 bis 5 Jahren heiraten, aber wir haben genauso lange schon nach Mädchen für euch gesucht, erklärte Fugaku. Itachi fielen beinahe die Augen aus dem Kopf, als er 2 Fotos vor die Nase gelegt bekam. Immer mehr kam er sich vor wie im Mittelalter. Musst du dir da wirklich jetzt schon Gedanken drum machen, Vater? Die beiden sind doch noch so jung und besonders Sasuke ist noch total unerfahren. Da musst du dir doch jetzt noch keine Sorgen um seine Frau machen, versuchte Itachi seinem kleinen Bruder noch ein wenig Zeit herauszuschlagen. Auch Madara wusste nicht genau, was er davon halten sollte. Da lag das Bild eines blonden Mädchens, auf dem der Name von seinem Bruder geschrieben stand. Die sollte Izuna irgendwann mal heiraten? Irgendwie wurde ihm bei dem Gedanken schlecht. Denn er wollte sich überhaupt nicht vorstellen, wie es war, wenn sein kleiner Bruder mit einem Mädchen ankam. Eigentlich hatte er sich sogar schon an das Bild gewöhnt, dass Sasuke und Izuna zusammen waren. Auch das passte Madara nicht so wirklich, war ihm aber immer noch lieber als dieses blonde Weib da. Er schüttelte den Kopf und versuchte, sich zusammenzureißen. Onkel Fugaku, ich finde, Itachi hat recht. Die beiden wissen doch noch überhaupt nichts vom Leben. Wie sollen die denn da heiraten können, wenn sie von nichts eine Ahnung haben, geschweige denn, dass sie wissen, was mit einer Hochzeit auf sie zukommen würde? Habt ihr mir eigentlich zugehört? Fragte Fugaku und verdrehte die Augen. Die beiden sollen in 5 Jahren heiraten und nicht in 5 Tagen. Also regt euch nicht so auf. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass ihr so reagiert, wenn es um eure eigene Hochzeit geht, aber doch nicht bei euren Brüdern. Und was die Tatsache angeht, dass sie keine Erfahrungen im Leben haben, damit habt ihr natürlich recht. Aus dem Grund habe ich überlegt, die beiden auf eine Reise zu schicken, wenn eure Hochzeit gelaufen ist. Jeder von ihnen soll alleine losziehen und die Welt erkunden. Allerdings gehen sie nicht ganz allein. Einen Lehrer bekommen sie an ihre Seite. Da habe ich schon mit Konoha diskutiert und sie schicken 2 ihrer Männer mit, die sich um eure Brüder kümmern werden und sie trainieren. Damit können sie eine Menge lernen. Eigentlich hatten Itachi und Madara gedacht, dass der Tag nicht mehr schlimmer werden konnte. Aber anscheinend wurde es immer schlimmer. Irgendwie wurde es immer verdrehter. Diese Hochzeit von ihnen war wohl nur der Anfang gewesen. Madara wollte das alles nicht richtig glauben. Du willst meinen Bruder mit einem wildfremden Kerl losschicken, damit er trainiert wird? Das kann ich doch auch machen. Er ist immerhin mein Bruder und niemand kennt ihn besser als ich. Also warum soll das so ein Typ aus Konoha machen? Ich verstehe dich einfach nicht, Fugaku. Der verschränkte die Arme vor der Brust und schnitzte seinem Sohn das Wort ab, als der schon Madara zustimmen wollte. So geht das nicht, klar? Ihr beide werdet euch um eure Frauen und eure Kinder kümmern müssen. Damit werdet ihr genug zu tun haben. 2 Kinder sind das Minimum, besonders wenn ihr Mädchen bekommen solltet. Ihr müsst mindestens einen Sohn zeugen. Damit werdet ihr genug zu tun haben und dann können eure Frauen euch nicht für 3 oder 4 Jahre einfach entbehren, nur damit ihr eure Brüder trainiert. Und ich will auch überhaupt keine Widerrede von euch hören, klar? Die Sache ist geklärt. Frustriert sahen sich Madara und Itachi an. Dann stapften sie einfach davon. Mit Fugaku jetzt noch zu diskutieren, würde überhaupt nichts bringen.
Izuna war inzwischen mit dem Outfit zufrieden, das er gewählt hatte. Sein Cousin wurde von der Verkäuferin gerade in ein dunkelrotes Hemd gesteckt, das an der Brust weit ausgeschnitten war. Die schwarze Hose lag eng an und betonte den gut geformten Hintern von Sasuke besonders. Izuna selbst trug ein weißes, eng anliegendes Shirt, das seine wenigen Muskeln hervorhob. In der etwas weiteren Jeans machte sich sein Hintern aber ebenfalls verdammt gut, wie Sasuke fand. »Also, ich finde, dass ihr zwei wirklich gut ausseht«, meinte die Verkäuferin, und sie war hochrot um die Nase. »Wenn euch die Mädchen so nicht nachlaufen, dann sind sie wirklich blind.« Sasuke war knallrot, während er in den Spiegel sah. »Also, ich weiß nicht«, murmelte er leise. Irgendwie fühlte er sich in den Klamotten nicht sonderlich wohl. Sowas hatte er auch noch nie getragen, weil sich das irgendwie billig anfühlte. Allerdings hatte er ja ein Ziel und das war sein Bruder. Dem wollte er schon ein wenig zeigen, was er nie bekommen würde, wenn er sich auf dieses Mädchen einließ. Geküsst hatte er ihn ja schon. Ob die Klamotten reichten, um seinem Bruder den Kopf zu verdrehen? Dass Izuna mittlerweile dummerweise die besseren Karten bei Madara hatte als Sasuke bei Itachi, konnten die beiden ja noch nicht ahnen. Sie wussten nichts von den Unterhaltungen, die die beiden Cousins miteinander geführt hatten, und auch nichts von Fugaku, der sie auf eine Reise schicken wollte. Wahrscheinlich hätte man ihnen damit ihre Laune ziemlich verhagelt. Aber gerade waren Sasuke und Izuna wirklich siegesgewiss, was nicht zuletzt daran lag, dass sie sich selbst in ihren Klamotten verdammt sexy fanden. Wenn sie so nicht an ihre Brüder rankamen, dann hatten sie überhaupt keine Chancen mehr. Da waren die beiden sich zum ersten Mal einig. Also packten sie die Klamotten ein und bezahlten sie. Die mussten aber erst noch mal ein wenig weg, bevor sie zum Einsatz kamen. Langsam schlenderten Sasuke und Izuna zurück nach Haus. Die zwei hatten beschlossen, zu Sasuke zu gehen, um es sich dort in seinem Zimmer gemütlich zu machen. Während des Heimwegs diskutierten sie darüber, wie sie ihren Brüdern von dem Junggesellenabschied in Kenntnis setzen könnten. »Ich kenne Itachi, der hat auf sowas überhaupt keinen Bock«, murrte Sasuke. Izuna zuckte mit den Schultern. »Da wird er überhaupt keine Wahl haben. Wir werden ihn nämlich einfach mitnehmen und da hat er nichts zu diskutieren. Irgendwie werden wir die beiden schon aus der Bude locken. Außerdem geht Itachi doch überall mit hin, wenn Madara mitkommt. Also müssen wir nur meinen Bruder animieren und wenn der mitbekommt, dass es um Alkohol geht, dann kommt Itachi ganz von alleine mit.« »Hast du dir eigentlich schon mal gedacht, dass zwischen unseren Brüdern was laufen könnte?«, fragte Sasuke leise nach. Eigentlich hatte er darüber noch nie nachgedacht. Aber wenn Sasuke das so andeutete, dann war der Gedanke eigentlich gar nicht so abwegig. Das musste auch Izuna zugeben. »Naja, nur weil die beiden immer aneinander hängen, heißt das doch nicht, dass sie was miteinander haben. Dass sie da denken, dass wir zusammen sind, zeigt doch, wie abwegig das ist.« »Ich finde, es macht eher deutlich, dass sowas durchaus passieren könnte«, murmelte Sasuke leise. Ihn quälte dieser Gedanke schon länger, und immer wenn er Madara und Itachi zusammen sah, dann fühlte er sich irgendwie schlecht. Er war richtig eifersüchtig geworden, auch wenn er in seinem Herzen immer gewusst hatte, dass er sich albern benahm. Izuna wuschelte ein wenig durch seine Haare. »Nun hör auf, dir so einen Kopf zu machen. Ich weiß, dass mein Bruder kein Interesse an deinem Bruder hat. Ich weiß schon, dass du Madara nicht sonderlich magst. Das liegt bestimmt daran, dass er immer mit Itachi zusammen ist. Aber dann müssten unsere Brüder ja auch eifersüchtig auf uns sein, oder?« »Sind sie ja auch«, schmollte Sasuke ein wenig. Wenn Izuna das so überlegte, hatte er gar nicht so Unrecht. Sie hatten auf die Eifersucht ihrer Brüder gepocht und es darauf angelegt. Scheinbar hatten sie auch noch gewonnen, aber bei den beiden war das nicht so einfach zu sagen. Irgendwie musste er Sasuke jetzt aufgemuntert bekommen. Der konnte mit seiner miesen Laune in letzter Zeit wirklich alles versauen. »Jetzt guck nicht wie so ein Sauertopf, ich werde mir schon was überlegen, wie ich dich wieder zum Lachen bringen kann.« Sasuke war sich da zwar nicht so sicher, aber die Hoffnung aufgeben kam für ihn überhaupt nicht in Frage. Die Hoffnung wollte auch Madara nicht aufgeben. »Irgendwie werden wir Onkel Fugaku davon überzeugen, dass es komplett doof ist, die beiden auf so eine Reise zu schicken. Ich meine, was sollte denen das denn helfen? Die beiden können von Fremden nichts lernen. Sie müssen lernen von jemandem, der mit ihren Kräften umzugehen weiß. Das kann aber keiner, der nicht aus dieser Familie kommt. So eine dämliche Idee von deinem Vater, ehrlich mal«, machte Madara seiner schlechten Laune Luft. Schließlich konnte er das nicht einfach so für sich behalten und er fand es unverantwortlich von Fugaku, dass der wirklich verlangte,
ihre Brüder einfach wegzuschicken. Auch Itachi fühlte sich nicht sonderlich gut bei der Sache. Er kannte Sasuke und der würde sich wohl einfach nur einsam fühlen. Ich mache mir doch auch Sorgen um die beiden, murmelte Itachi leise. Um Izuna eher weniger, der kam alleine klar. Aber Sasuke war ohne ihn oder Izuna doch komplett aufgeschmissen. Mir wäre es ja schon lieber, wenn die beiden zusammenbleiben würden. Aber das wird Dad wohl nicht mitmachen. Madara war es mehr gewöhnt, dass Itachi seinen Vater beim Vornamen nannte. Die beiden hatten nicht das beste Verhältnis zueinander, was nicht zuletzt daran lag, dass Itachi seinen eigenen Kopf haben konnte. Manchmal versuchte er sich eben doch, gegen seine Eltern aufzulernen. Davon hatte Sasuke nie sonderlich viel mitbekommen, weil der schon immer am Schlafen war, wenn Itachi sich mit seinen Eltern stritt. Ein wenig seufzte Madara auf. Dann stand er von der Couch auf und fing an, im Kreis zu rennen wie ein Tiger. Ich denke, wir beide sollten wenigstens versuchen, dass die zwei zusammenbleiben. Mir wäre das auch lieber. Und ich denke mal, dass sich Izuna auch wohler fühlen würde, wenn er wüsste, wie es Sasuke geht, murmelte er leise. Dabei machte sich aber auch Madara weniger Sorgen um Sasuke als um seinen eigenen Bruder. Schließlich ging es darum, dass er für seinen kleinen Bruder langsam Gefühle entwickelte. Naja, die gingen aber deutlich über alles hinaus, was man für seinen kleinen Bruder fühlen durfte. Itachi zog Madara irgendwann wieder zu sich auf die Couch. Wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir das unseren Geschwistern beibringen. Die werden bestimmt nicht sonderlich davon begeistert sein, wenn sie das hören. Wenn wir was hören? Fragte Izuna nach. Die beiden hatten eigentlich ins Zimmer von Sasuke gehen wollen, aber dann hatten sie Madara und Itachi bemerkt. Sie hatten sich nur eben anmelden wollen, aber dann hatten sie gelauscht. Wovon ihre Brüder gesprochen hatten, hatten sie nicht so ganz verstanden. Aber anscheinend sollten sie es bald erfahren. Itachi schluckte, fing dann aber an zu erklären, was los war. Naja, Fugaku will euch beide auf eine Reise schicken für 3-4 Jahre. Er hat wohl auch schon mit jemandem gesprochen aus Konoha, der sich dann um euch kümmert und euch trainiert. Jeder bekommt seinen eigenen Trainer. Entsetzt starrten die beiden Jüngeren sie an. Sasuke schüttelte benommen den Kopf und musste gegen den Kloß in seinem Hals ankämpfen. Nein. Nein, das mache ich bestimmt nicht mit, flüsterte er leise, drehte sich dann um und rannte auf sein Zimmer, wo er die Tür energisch ins Schloss fallen ließ. Traurig sah Itachi ihm nach, erhob sich dann aber, um ihm zu folgen. So wollte er seinen Bruder auch wieder nicht gehen lassen. Auch Izuna konnte das nicht so richtig glauben. Er blinzelte, während er Madara anstarrte. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ihr wollt uns einfach so wegschicken? Ihr wollt uns loswerden? Dann sagt das gefälligst und spielt hier nicht so dämliche Spielchen. Ihr wollt uns nicht mehr hier haben? Bitte, dann können wir auch gehen. Ehrlich, ihr kotzt mich so an wie diese ganze verdammte Familie. Ich wünschte, ich wäre nie als Uchiha geboren, schrie Izuna seinen Bruder an. Der streckte seine Hand aus, weil er ja auch nichts dafür konnte. Aber als Izuna dann aus dem Haus stürmte und zu Hause in seinem Zimmer verstand, stand auch Madara auf, um ihm zu folgen. Izuna durfte auf keinen Fall denken, er wolle ihn loswerden.